Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fatih. Heute sind wir bei der MTG in Mannheim. Heute ist der 23. August 2017. Wir besuchen die Spitzenathletin Ricarda Lobe hier bei der MTG in Mannheim. Im Juli 2017 ist sie mit der 4x100-Meter-Staffel der MTG Mannheim deutsche Meisterin geworden, das dritte Mal. 2017 ist sie sogar mit der MTG-Staffel Meisterschaftsrekord gelaufen, der Disziplin 4x100 Meter. Das bedeutet, das ist die schnellste jemals bei bundesdeutschen Leichtathletikmeisterschaften dieser Disziplin gelaufene Zeit. Darüber hinaus ist sie im Juli auch Zweitplatzierte über die 100 Meter Hürden geworden, hat also die Silbermedaille gewonnen. Am 11. August 2017 ist sie in London im Olympiastadion, hat sie das Halbfinale erreicht im 100 Meter Hürdensprint, wo sie im Nationaltrikot teilgenommen hat und war die sechstschnellste Europäerin im 100-Meter-Hürdensprint bei den Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London. Man braucht in der Disziplin schon eine gewisse Reifung in Bezug aufs Alter. Also die Ältesten bei der Weltmeisterschaft im Finale hatten dieses Jahr die Erfolgreichsten hatten einen Altersschnitt von 27,6 Jahren. Und da hat ja Ricarda noch ein paar Jährchen Zeit, bis sie dieses Alter erreicht hat. Frau Lobe, wie sehen Ihre künftigen Ziele aus? Also ich möchte auf jeden Fall die nächsten Jahre international bei den Meisterschaften dabei sein, mich dort etablieren und möglichst für mich gut abschneiden. Was möglich ist, sieht man ja mittlerweile, dass auch die Deutschen mit vorne rennen können und das möchte ich eben auch umsetzen können.